Okay, wir sind hier in Villach, kurz vor einem Vortrag vom André Stern. Und wir haben hier einen Andreas Popp. Erstmal danke, dass du da bist. Sehr gerne. Und die Montagsuniversität Klagenfurt hat einige Fragen gesammelt für einen Andreas. Und da fangen wir gleich mal an. Die erste Frage, du hast immer davon gesprochen, den Plan B auch formell zu beantragen, einfach in einem ersten Schritt. Wie weit ist das schon? Habt ihr das gemacht schon oder? Naja, diese Beantragung ist ja erstmal die Frage, wo man das überhaupt beantragt. Das hatte natürlich auch mehr so einen fast Scherzcharakter. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man natürlich wohl bei den jetzigen, derzeitigen Politikdarstellern wohl kaum eine solche Beantragung durchbekommen würde. Aber wir würden dann einen Gesetzentwurf einreichen. Das haben wir gesagt, um dann eben halt im ersten Schritt zu sagen, wir haben alles versucht. Und aber das sollte man jetzt nicht übermäßig ernst nehmen. Ich denke mal, es muss vom Volk ausgehen und von den Menschen selbst, wenn sie solche Sachen umsetzen wollen, wie eine völlig neue Ordnung, zumal die ja auch auf einer ganz anderen Grundlage basiert, nämlich auf den Naturgesetzen. Okay. Und wie wäre es dann, wenn man zum Beispiel jetzt in Klagenfurt, also nur regional, diesen Plan B umsetzen wollen würde? Welche Bedingungen müsste man da erst einmal schaffen, damit man das machen kann? Die Bedingungen, die wir brauchen, sind ganz einfach. Die Menschen müssen es wollen und dann können sie es umsetzen. Wir haben ja ein System, das nennt sich demokratische Prinzipien im Rahmen einer Republik. Wir sind keine Demokratie, sondern wir sind eine Republik. Dort liegt der Schwerpunkt. Und aus diesem Grunde könnten die Menschen dort, wenn sie das wollten, nach dem Subsidiaritätsprinzip, das sagt, dass die kleinste Einheit die größte Macht über sich selbst haben sollte. Und wenn Klagenfurt für sich so etwas machen wollte, dann könnten die das machen. Da bräuchten sie auch gar nicht irgendeine Beantragung, denn die Frage ist wieder wo. Denn wer spielt sich nun auch auf, zu sagen, dass er da eine Genehmigung für abgibt oder nicht? Okay. Und was wäre dann aber der nächste Schritt, um in die Richtung, also für die Montagsharmonien, für die Friedensmahnwachen, um ja einfach in eine bessere Gesellschaft, in eine bessere Zukunft zu kommen? Wir sind im Moment in einer Aufklärungsphase. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt eine Zeitqualität. Und die derzeitige Zeitqualität befindet sich in der Aufklärung. Solange die Masse sich damit beschäftigt, welcher Fußballverein gerade oben auf der Tabelle steht oder irgendwelche ähnlichen Unwichtigkeiten und die Leute nicht erkennen, in welcher Situation wir uns befinden, siehe den inszenierten Krieg, den man gerade vorhat, weil man ihn braucht, um das Finanz- und System, wie wir es eben halt haben, aufrechtzuerhalten, welches ja diese Umverteilung von fleißig nach reich inkludiert hat, solange wird da noch nicht viel machbar sein. Im Moment sollten wir uns weniger mit der Umsetzung des Plan B oder mit anderen Alternativen auseinandersetzen, als damit möglichst viele Menschen auf die Straße zu kommen. Und da seid ihr ja gerade mit eurer Montagswache schon mal auf der richtigen Spur. Und wie meinen Sie, könnten wir mehr Menschen mobilisieren? Das ist in der Tat schwierig. Dazu müssen wir ein morphogenetisches Feld erst einmal schaffen. Dazu müssen wir ganz viel Input reingeben und immer mehr Menschen auch aus dem Tiefschlaf herausholen. Wir haben ja auch eine große Gruppe von Menschen, die sich nicht betroffen fühlen, weil es ihnen noch gut geht. Und wenn es einem gut geht, dann ist man relativ meistens auch entspannt. Wir müssen versuchen, eine Vision zu schaffen, indem wir ihnen sagen, es könnte ihnen besser gehen. Denn jeder merkt, wenn er ehrlich ist, dass irgendetwas schiefläuft im System und dass man immer mehr tun muss, um überhaupt noch zu überleben, immer mehr arbeiten muss, dass überhaupt noch etwas übrig bleibt. Eine Familie gründen heute eigentlich fast nur noch eine Wirtschaftsdiskussion ist. Wie kann man sich das überhaupt leisten und gar nicht mehr die Frage, möchte man Kinder haben, ja oder nein? Das heißt, hier ist etwas mächtig aus dem Ruder gelaufen. Das ist der einzige Grund. Okay. Und wenn du jetzt einen Menschen begegnest, der so, ich sage mal, dieses Meme im Kopf hat, na, so wie es jetzt ist, ist es, weil es nicht anders geht, weil wir Menschen so sind und wir Struktur brauchen und Strafe brauchen. Wie würdest du so einem Menschen antworten? Wie würdest du mit so einem Menschen reden? Wir brauchen ja Strukturen und wir haben ja auch Strukturen. Und ich glaube auch, wir müssen unterscheiden. Es gibt ja einmal die liberale Schiene, die liberalistische, das nennt man die Freiheit. Das unterscheidet man wieder in liberal und libertär und anarchokapitalistisch und wie auch immer voluntaristisch. Es gibt dem auch gegenüber einen Kommunitarismus. Der Kommunitarismus ist eine politische Philosophie aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1980, und wurde den Libertären gegenübergestellt. Und die besagt, dass der Mensch sich vor allem auch in seinem Umfeld
zu Hause fühlen muss und auch sich auf sein Umfeld konzentrieren muss, auch und irgendwo auch in einer Verantwortung ist, auch der sozialen Verantwortung gegenüber seiner Familie. Also genau das Gegenteil des Liberalen, wo der Individualismus und die Atomisierung der Menschen eben halt forciert wird, sodass die Menschen nur auf sich, auf den Egoismus stimuliert werden und nicht auf sich im Rahmen ihres Umfeldes, der Familie, der Sippe, des Dorfes. Und dazu braucht es Strukturen, wie zum Beispiel eine ethnische Zugehörigkeit, einen Sprachraum, gewisse Traditionen, Religionen und so weiter. Dort muss man eingebettet sein, um überhaupt erst einmal die Empfindung für die Grundsätze von Gerechtigkeit zu haben. Da ist der Kommunitarismus vielleicht auch eine interessante Form. Und irgendwo ist, ich bin gegen alle Ismen. Und das heißt also, man muss jetzt irgendwo sehen, dass man den Weg findet, dass der Mensch auch in einem sozialen Gefüge lebt und nicht nur in der Individualität stimuliert werden muss. Okay. Das heißt aber dann sozusagen, also die Friedensmahnwachen, Montagsfamilien wären so die erste Vorstufe, das dezentral, man Menschen sich einmal kennenlernen und vielleicht aber auch wirtschaftlich miteinander einfach sagen, okay, wir tauschen uns jetzt Dinge aus oder machen Ähnliches, wäre so eine Vorstufe. Das ist der erste Schritt jetzt, solange wir noch kein System haben, denn die Menschen sollten sich darauf einigen, wie das läuft und dazu braucht es gewisse Grundrahmenbedingungen, eben halt auch im Sinne der Menschlichkeit, die die Naturgesetze und auch die Schöpfungsgesetze mit berücksichtigen. Das heißt, manchmal fehlt uns einfach ein bisschen Demut. Demut vor der Schöpfung und Demut vor dem, was wir Natur nennen. Und wenn wir das erst einmal hinbekommen haben, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Und in dieser Phase kann man die Menschen natürlich wunderbar dazu bekommen, zum Beispiel Rahmen- und Tauschgeschäfte zu machen. Ich denke an meinen Kollegen Rico Albrecht, der das wunderbare Buch geschrieben hat, Steuerboykott, der ja auch einen 10-Punkte-Plan macht. Wie kann man möglichst Steuern umgehen? Nicht im Sinne von Steuern vermeiden, im Rahmen eines Widerstandsgesetzes, denn es gibt ja auch Widerstandsmöglichkeiten nach Verfassungen. Das wird in Österreich ähnlich sein wie in Deutschland. Aber ich sage immer, in einem Rechtsstaat ist Widerstand nicht nötig und in einem Unrechtsstaat ist er nicht möglich. Und ich bezweifle, dass er möglich ist. Okay. Gut, und wie kann man Menschen mit ins Boot holen, die mit dem System so verkrustet sind oder die schon aufgegeben haben? Wie kann man diese Menschen mit ins Boot holen? Das ist in der Tat das Problem. Die Menschen, die nämlich im System eingekrustet wurden, das sind zum Beispiel Beamte und öffentlich Bedienstete auch. Woran man übrigens erkennt, dass die Demokratie nicht funktioniert, weil das sind ja alles Menschen. Über 50% der Menschen in einem Staat sind ja mittlerweile vom Staat abhängig. Ob das Beamte sind, öffentlich Bedienstete, Sozialhilfeempfänger, BAföG-Empfänger oder kleine Unternehmen, die von Staats- und öffentlichen Aufträgen leben, wie Maler, die zum Beispiel eine Schule weißen oder kalken müssen, das ist das Problem. Das heißt, die abhängig Beschäftigten sollen die Kontrolle sein im Rahmen einer Demokratie. Das heißt also, die Regierung wird von abhängig Beschäftigten kontrolliert. Wie soll das funktionieren? Wenn man diese Dinge diskutiert und auch mal deutlich macht, dann werden die Leute relativ schnell verstehen, dass wir uns in einer Form nicht einer Demokratie, sondern einer Ochlokratie befinden. Ochlokratie ist die klassische Pöbelherrschaft. Okay. Sehr fein. Und wenn wir jetzt dann nochmal das auf die Mahnwachen übertragen, wie kann man da diese Spaltungs- und Zerfallserscheinungen entgegengehen? Wie kann man schauen, dass man die Leute da zusammenkriegt? Es ist wirklich schwer, weil man versucht natürlich immer zu spalten. Das kennen wir aus den Parteien. Parteien kommen ja aus dem Begriff Pars Populi. Pars Populi heißt Volksteil und Pars Populi beschreibt die skrupellose Spaltung der Menschen. Daher kommt der Begriff Partei. Parteien haben nämlich die Aufgabe, Menschen zu spalten. Das haben wir mittlerweile menschlich komplett adaptiert, auch bis in unsere kleinsten Einheiten. Und dadurch, dass wir alle, du hast es gerade gesagt, mimetisch natürlich durchbeeinflusst wurden, haben wir natürlich das Problem, der eine sagt, ich bin links, der andere rechts, der andere liberal, der andere eben halt Sozialist, Kommunist. Es gibt ja lauter komische Begrifflichkeiten und somit spaltet man sie auseinander. Entscheidend ist, dass wir lernen, dass wir die Vokabeln deutlich definieren und dann ist eine saubere Kommunikation möglich. Solange wir schlampig mit unseren Vokabeln umgehen, ist keine saubere Kommunikation möglich und solange wird nichts passieren. Ich würde den Schwerpunkt darauf legen. Okay, Sprache. Okay. Dann vielleicht einmal zwei persönliche Fragen. Die erste wäre, wenn du dein Leben nochmal leben könntest, was würdest du anders machen?
Das ist eine schwere Frage. Ich müsste die Frage stellen mit dem Wissen von heute, denn das ist die Frage, sonst würde ich es wahrscheinlich wieder genauso machen. Mit dem Wissen von heute würde ich vielleicht früher aufgehört haben mit meiner beruflichen Situation, denn ich habe im Rahmen des Systems ja mein Geld verdient, um dann aufzuhören, als ich es mir leisten konnte, gegen das System zu arbeiten, und ich hätte früher aufhören können. Das war meine Situation, aber man adaptiert irgendwann das System, man saugt es ja ein. Betriebswirtschaft ist ja nichts anderes als eine Injektion, und die Injektion sagt Gewinnmaximierung, und irgendwann läuft man damit durch die Weltgeschichte und glaubt das auch selbst, bis man dann wieder zu sich findet und daran rauskommt. Aber unterm Strich gesehen würde ich dasselbe machen. Und wo war so der Turning Point, wo du wirklich gesagt hast, ja, jetzt mache ich's, also wo du dann wirklich Taten umgesetzt hast dazu? Ich habe meine Empfindung zu Wort kommen lassen. Empfindung ist etwas anderes als Gefühl. Gefühl ist eine reine Emotion und somit auch gewissermaßen grobstofflich. Die Empfindung ist ein Indikator, den jeder von uns hat, indem er einfach mal in sich zurückkehrt im Rahmen der Naturgesetze und versucht nachzuempfinden, ist das, was hier läuft, gerecht oder ungerecht? Hier geht es nicht um Verstand, sondern um die natürliche Empfindung. Frauen haben das übrigens außerordentlich ausgeprägt. Da können wir eine Menge von lernen. Deshalb gibt es offensichtlich die Emanzipationsbewegung, die Frauen zu Männern zu machen, indem man ihnen eben halt genau ihre weiblichen Eigenschaften aberzieht, um nämlich nicht das zu können, was wir jetzt als Kerle eigentlich bräuchten. Und die Empfindung ist der entscheidende Punkt. Und was gibt dir Sinn im Leben? Das ist mein Sinn jetzt. Ich habe eine Berufung. Beruf kommt ja von Berufung. Und ich habe viele Jahre lang sinnlose Arbeit gemacht, wie viele andere auch. Ich habe papierschmutzig gemacht. Manche erzählen, ich wäre Goldhändler gewesen oder Edelmetallhändler. Ich war noch nie Edelmetallhändler. Aber dieses Ding hält sich ja wach. Und was da alles über mich erzählt wird, nein, das ist natürlich nicht wahr. Ich war Unternehmensberater und hatte natürlich auch mit Unternehmen zu tun, mit Emissionshäusern, die eben halt auch mal mit Edelmetallen zu tun hatten. Dadurch kommt das. Also ich habe meinen Sinn eigentlich gefunden in dem, was ich jetzt mache. Und das ist übrigens eine wichtige Frage, weil viele junge Leute fragen mich, ich bin jetzt hier in einem Beruf, möchte eigentlich aufhören, ich habe keine Lust mehr. Was soll ich machen? Soll ich jetzt meinen Job machen? Soll ich jetzt weiter studieren? Ich schmeiß jetzt alles hin. Und ich sage immer, passt auf, Freunde, wir leben in einer Zeitqualität. Was ist eine Zeitqualität? Das ist die momentane Situation, in der wir uns alle gemeinsam befinden. John F. Kennedy hat das Richtige gesagt, aber leider zur falschen Zeit. Martin Luther King hat das Richtige gesagt, aber zur falschen Zeit. Solche Leute, Alfred Herrhausen, ja, das sind alles Menschen, die alle dasselbe Schicksal haben, weil man muss sich sehr genau überlegen, ob das, was man heute weiß und das, was richtig ist und was aufrichtig ist, ob man das sagt. Man sollte nur an die Grenze gehen zu dem, was in der Zeitqualität möglich ist. Und das ist wichtig. Und wenn man jetzt in der Situation ist und nicht weiß, wie gehe ich weiter, dann sollte man sich überlegen, ob man sagt, ich mache jetzt erstmal meinen Job, verdiene mein Geld, weil sonst steige ich aus, dann bin ich der Beste, aber pleite. Und das bringt uns nicht weiter. Man muss manchmal eben halt die harten Wege gehen, einfach weil es die Zeitqualität vorgibt und wir uns unsere Zeit nicht aussuchen können, offenbar, in der wir leben. Und wenn du in der Zeitqualität jetzt, also in dem Moment, 5 Minuten Zeit hättest und die ganze Weltbevölkerung würde dir zuhören, also alle 7-8 Milliarden Menschen, wie würdest du diese 5 Minuten füllen? Ich würde wahrscheinlich relativ schnell und sportlich mal erklären, wie der Umverteilungsmechanismus läuft, und ich würde wahrscheinlich den Unterschied erklären zwischen einer goldgedeckten Währung, einer Leitwährung und einer Weltdevisenleitwährung. Leitwährung nicht mit D geschrieben, sondern mit T, obwohl D richtiger wäre, und ich meine damit den US-Dollar. Und nicht den US-Dollar, sondern den Federal Reserve Dollar. Es ist ja gar kein US-Dollar, denn es gibt ja gar keinen US-Dollar mehr seit 1913, sondern es gibt nur noch ein Federal Reserve Dollar, und den müssen die Amerikaner nutzen. Irrtümlicherweise wird er als US-Dollar bezeichnet. Das würde ich wahrscheinlich relativ schnell erzählen, und ich glaube, damit könnte man auch den Dümmsten relativ schnell wachküssen. Okay, sehr schön. Und in der Wissensmanufaktur, was forscht und recherchiert ihr da zurzeit? Zurzeit, wir erforschen den Plan B. Okay. Der Plan B, viele sagen, wieso müsst ihr den erforschen? Ihr habt den doch geschrieben. Ja, aber die Erforschung des Plan B ist ja eigentlich der entscheidende Punkt. Der Plan B besteht aus 4 Komponenten, und diese 4 Komponenten greifen ineinander. Wir sind ziemlich sicher mittlerweile, dass diese
Technologie des Plan B, wenn man sie ordnungsgemäß eingreift, so gerecht wie nur irgend möglich ist, ohne sozialistisch, ohne kapitalistisch, also ohne irgendwelche Ismen existiert. Aber dadurch natürlich, wenn bestimmte Faktoren aufeinander kommen, eben halt als Komponenten, dass dann eben halt Wechselwirkungen entstehen. Aber genau wie diese Wechselwirkungen natürlich genau aussehen, das gilt es auch zu erforschen. Wie ändern sich die Menschen? Wie verändern sich die Menschen, wenn zum Beispiel die Verelendungsangst weg wäre? Ja, würden wir tatsächlich den Konsum runterfahren? Wir leiden ja an einer Konsumverstopfung. Ja, das ist ja eine schwere Krankheit, die Konsumverstopfung. Ja, wir brauchen Dinge, oder wir kaufen uns Dinge, die wir nicht brauchen, für Geld, was von Geld, was wir nicht haben, um Nachbarn zu imponieren, die wir nicht mögen. Also das ist ja eigentlich absurd alles und alles krank, was wir machen. Und ich glaube, da würde wahrscheinlich schon eine völlig neue Struktur der Menschen auch entstehen. Aber wie das ist, das erforschen wir. Und natürlich auch, wie sich das auswirkt. Weil es ja gerne heißt, zum Beispiel bei der Argumentation des bedingungslosen Grundeinkommens zum Beispiel, dann arbeitet ja keiner mehr, dann ist es nicht mehr finanzierbar und so weiter. Also wir müssen uns im Klaren sein, zurzeit arbeitet man auch nicht für das meiste Geld, was den Besitzer wechselt, denn das wechselt nur noch den Besitzer aufgrund des Casino-Kapitalismus, den wir haben. Das wenigste Geld, was heute den Besitzer wechselt, entsteht durch Arbeit. Und wenn Arbeit, ist es meistens sinnlose Arbeit. Ja, also papierschmutzig machen. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Nationalratsabgeordnete und alles, was da so kreucht und fleucht und sinnlose Arbeit macht. Das ist das Problem. Und das klingt natürlich jetzt sehr hart, weil in unserem System ist es natürlich notwendig. Aber wenn wir das System hinterfragen, wäre es nicht mehr notwendig. Und dann können wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und das würde uns wohl sehr gut tun, uns allen. Okay. Und wie kann man sich das vorstellen? Also besucht ihr dann einfach intelligente Leute in den verschiedenen Bereichen oder macht ihr Internetrecherchen oder wie arbeitet ihr da? Ach, Internet, nein. Wir sind natürlich ein wirklich schon unglaublich aufgeräumter Apparat von Wissenschaftlern und Professoren, wobei die professoralen Ebenen gar nicht die entscheidenden sind, sondern die charakterlichen Eigenschaften sind entscheidend. Also ein Studium, haben wir festgestellt, behindert meistens sogar nur. Also das Einzige, was wirklich entscheidend sind, die charakterlichen Grundlagen, dass Menschen einfach das Richtige wollen. Und davon haben wir wirklich sehr, sehr gute Leute in unserem Bestand, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, mit denen wir da gemeinsam uns austauschen. Das ist keine Frage der Quantität an Mitarbeitern, sondern der Qualität. Und so entwickelt sich das fast von alleine. Es sind Eigendynamiken. Man hat ja auch viele Außentermine und so weiter. Ich bin ja so ein bisschen das Gesicht der Wissensmanufaktur. Und eigentlich bin ich gar nicht so der Entscheidende, sondern da sind ganz viele Leute, wenn ich an Rico Albrecht denke, wir sitzen wirklich völlig auf Augenhöhe und diskutieren die Dinge. Aber ich bin eben halt der Repräsentant. Das ist wie Putin. Nehmen wir beispielsweise Wladimir Putin, der ja auch immer dargestellt wird, als wäre er derjenige, der die Geschicke Russlands komplett allein gestaltet. So klingt es ja schon fast. Das ist natürlich nicht wahr, denn auch der Mann, der muss 8 Stunden am Tag mindestens schlafen und der muss auch zwischendurch mal auf die Toilette und der muss auch mal was essen und mal ein bisschen Körperpflege machen und duschen, zwischendurch noch ein paar Paraden abnehmen und ein paar Interviews machen. Der ist nicht in der Lage, alleine ein solches Reich wie beispielsweise das Russische zu regieren. Dazu braucht es eine Riesenadministration. Wir müssen diesen Personenkult runterfahren, sowohl bei der Wissensmanufaktur im Kleinsten als auch bei großen Staatschefs im Großen. Also ich denke mal, wir sollten es selbst in die Hand nehmen, wir Menschen. Was von allen Technologien, aber auch von diesen menschlichen Stärken, Schwächen, von der Mutter Natur, was von allem, was es im Universum so gibt, was gibt dir da am meisten Hoffnung, dass wir irgendwann einmal in Frieden und harmonisch miteinander leben können? Das ist schwer zu sagen. Ich denke mal, wir müssen lernen, da fange ich jetzt wieder vorne an, wo ich sagen muss, die Empfindung wird uns dazu bringen, dass wir wieder ein wenig in die Demut kommen gegenüber der Schöpfung. Auch gegenüber Gottes Geist, auch wenn das nicht besonders beliebt ist, so etwas zu sagen. Heute das Wort Gott auszusprechen, verursacht ein gewisses Unbehagen. Der sagt Gott. Man will es lieber umschreiben, irgendwas Ähnliches oder irgendwie sowas wie Gott oder irgendwie so. Man will es nicht auch sagen, nein, ich sag mal Gott, einfach mal so Gott. Und sich dem gegenüber beispielsweise zu öffnen, um dann eine völlig neue oder alte Sichtweise wiederzubeleben, die uns im Rahmen unseres Turmbaus zu Babel, nenne ich mal, abhanden gekommen ist durch die verschiedenen Sprachen, die wir haben. Ich gehöre keiner Kirche an, keiner Struktur, auch keiner Sekte oder sonst irgendeiner Organisation, aber ich bin Freidenker
Und ich glaube, die Demut, wie Rudolf Steiner das so schön gebracht hat, mit dem ich schaue in die Welt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eigentlich das wunderschöne Gebet, das ist eben halt eigentlich die Grundlage. Und auf der Basis lässt sich alles regeln. Vielleicht nochmal einmal zurück, wie kann man Menschen, die irgendwie gespeichert haben, diese Überlebensangst, wenn ich nicht arbeite, wenn ich keine Ausbildung habe, dann geht nichts, dann kann ich nicht überleben, das ist wirklich diese Existenzangst. Wie kann man diesen Menschen am besten diese Angst nehmen? Indem wir zum Beispiel sagen, dass 80% der Menschen auf dieser Erde mindestens, oder nehmen wir an, jetzt in Deutschland, Europa, im deutschsprachigen Europa, Österreich, arbeitslos sind derzeit. Arbeitslos im Sinne von sinnvoller Arbeit. Wir haben ja auch Transfereinkommen. Das Problem ist, ohne Einkommen kann niemand leben. Ich bin noch zum Beispiel aus einer Generation in den 60er Jahren als Kind gewesen, wo mein Vater alleine in der Lage war, eine Familie zu ernähren. Meine Mutter war bei uns zu Hause, hat sich um uns gekümmert. Heute sind mittlerweile Doppelarbeiter, manche machen sogar zwei Jobs, um irgendwie durchzukommen. Das ist letztendlich so unser Hauptproblem. Und ich glaube, wir müssen einfach erkennen, dass wir auch heute schon große Teile von Transfereinkommen haben. Nehmen wir beispielsweise immer noch die Kinder, die nicht arbeiten, aber trotzdem ein Einkommen haben, denn ohne Einkommen kann ja niemand leben. Nehmen wir aber auch beispielsweise die Menschen, die Sozialhilfe bekommen. Ja, also Hartz IV, Demütigungskonstruktion und so weiter und so fort. Nehmen wir aber auch die vielen unnützen Arbeiten, wenn wir die mal als wirklich sinnlose Arbeit bezeichnen wollen, wie papierschmutzig machen. Es werden jeden Tag in den Parlamenten der Regierungen werden hunderte von Briefe von Papieren zusammengedruckt und zusammengetackert. Und jeder der Abgeordneten bekommt so ein Paket an Briefen und an Schreiben, die er niemals liest. Und wenn er sie lesen würde, würde er sie auch meistens gar nicht verstehen. Aber er kriegt sie einfach. Wenn man das Ganze mal rausnimmt, also das heißt, mal runterfahrt auf die wirklich sinnvolle Arbeit. Sinnvolle Arbeit ist zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind erzieht. Sinnvolle Arbeit ist jemand, der Altenpflege betreibt. Sinnvolle Arbeit ist ein Arzt, der möglichst in alternativer Methode im Sinne einer Gesundheitserhaltung aktiv ist. Sinnvolle Arbeiten gibt es eben halt diejenigen, die in einem Tierheim arbeiten und Tiere spazieren führen beispielsweise. Das sind eben halt alles sinnvolle Arbeiten und viele andere natürlich auch. Und die vielen sinnlosen Arbeiten, nehmen wir Bankdirektoren und so weiter und so fort, die eigentlich keiner braucht, deren Hauptaufgabe ist eben halt anderer Leute Geld Gassi führen und regelmäßig zu vernichten in ihren Bankapparaten. Da muss man einfach sagen, wenn man die mal alle rausnimmt, stellt man fest, die bekommen eigentlich Arbeitslosengeld. Ja, also Arbeit ist nicht das Entscheidende. Das meiste Geld entsteht durch den Mechanismus des Geldes und der Umverteilung des Geldes an sich. Okay. Und wenn wir mal so eine Zukunftsperspektive machen, du, nehmen wir an, heute in 50 Jahren, du lebst noch, und bist in Kanada oder Deutschland und guckst auf die letzten 50 Jahre zurück. Was einfach jetzt fantasieren, das muss nicht die Wahrheit sein. Was denkst du, ist so passiert in diesen 50 Jahren? Also ich werde in 50 Jahren nicht mehr leben, aber ich denke mal, nehmen wir mal an, es wäre so, dann würde ich mir wünschen, dass wir so etwas wie Plan B oder in eine Demut gekommen wären und hätten dementsprechend eben halt das große Chaos, das Armageddon abgewandt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, wir müssen noch durch eine große Talsohle durch, weil die Masse es nicht verstanden hat. Wir steuern momentan mit Nachdruck auf einen Krieg zu, und zwar auf einen Weltkrieg, und zwar hier speziell in Europa. Nehmen wir mal die Sanktionen gegenüber Russland. Das sind keine Europa-Sanktionen gegen Russland, sondern das sind amerikanische Sanktionen gegen Europa. Ja, die US-Administration, nicht die US-Amerikaner, sondern die US-Administration in Washington zwingt die Europäer, wodurch durch ihre Marionetten, die in den Regierungen sitzen, Sanktionen gegen Russland auszusprechen, die ausschließlich der europäischen Wirtschaft schaden. Russland wird dadurch noch mehr an China und so weiter herangekoppelt. Und das führt natürlich dazu, dass diese sogenannten BRICS-Staaten sind bekannt, das ist ja Brasilien, das ist Russland, das ist Indien, das ist China und Südafrika, dass die eben halt diese BRICS-Staaten, die ja über 50% der Weltbevölkerung und auch der Wirtschaftskraft ausmachen auf dieser Erde. Ja, wir dürfen das nicht vergessen. Wir haben ja keine erste, zweite und dritte Welt, wir haben ja nur eine Welt. Ja, und da spielen sie die größte Rolle. Und ich glaube, dass man hier versucht, künstlich eine kriegerische Situation zu inszenieren, um abzulenken von der eigentlichen Ursache allen Übels
Und das ist eben halt die US-Dollar-Leitwährung, nämlich die Federal Reserve-Leitwährung mit ihrem Devisenstandard. Das heißt also, es gibt einen Gold-Devisenstandard, bloß ohne Golddeckung seit 1971. Das verstehen die wenigsten. Und an der Stelle möchte ich schlichtweg Werbung machen, auf die Wissensmanufaktur mal raufzugucken, wissensmanufaktur.net, um sich da wirklich mal ein bisschen schlau zu lesen. Dann wird es, glaube ich, klarer. Okay, ja, danke. Und was würdest du den Österreichern mitgeben wollen? Jetzt, wenn sich viele Österreicher anschauen, das Interview, gibt es da speziellen Faktor oder ja? Also viele meiner Freunde sind Österreicher. Ich bin ja nun viel unterwegs und ich bin auch viel in Österreich unterwegs und die können dasselbe machen wie wir Deutschen auch. Ich sehe zwischen Österreich und Deutschland gar keine großen Unterschiede. Ich habe sowieso keine große Ambitionen zu Nationen. Ja, mich interessiert das nicht. Es gibt kein deutsches Volk und es gibt auch kein österreichisches Volk, denn ich bin sicher, dass ein Burgenländer oder ein Tiroler mit dem Kärntner wieder, dass da oder den Niederösterreicher, dass da genau solche Differenzen herrschen wie dem Badener beispielsweise, der den Schleswig-Holsteiner für einen Wikinger hält. Also unterm Strich gesehen muss man das mal so sehen. Wir haben unglaublich viele verschiedene Völker. Übrigens, Demokratie kommt von Demos. Demos heißt das Dorf. Und das Dorf und das Volk ist dasselbe. Und wir haben ganz, ganz viele Völker. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, diese Nationen, die wir haben, Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich und so weiter, es sind eigentlich nur Abteilungen. Und dies sind Abteilungen von Banken. Wir glauben, es sind Nationen, damit wir Feindbilder gegeneinander aufbilden können. Es dient dem Teil- und Herrscherspiel. Wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir Menschen sind. Und wenn wir uns darauf mehr konzentrieren würden und wir nehmen wir diese Zukunftsvision von vorher, also Plan B wurde vielleicht umgesetzt, wie geht's dann weiter? Also sind dann alle Konflikte weg und wir leben in Frieden oder kommt danach? Ich bin kein Fantast. Also unterm Strich gesehen gibt es den Faktor Mensch. Da gibt es Neid, Missgunst, Gier und so weiter und so fort. Wir müssen einfach eines lernen. Wenn wir ein System haben, in dem ein gemeinnütziges Geldsystem herrscht, das den Menschen dient und nicht dem die Menschen zu dienen hat, dass die Wirtschaft, das ist ein Wirt und der schafft, dass die Wirtschaft letztendlich auch den Menschen dient und die Wirtschaft dorthin gehen muss, wo die Menschen sind und nicht die Menschen dorthin gehen müssen, wo die Wirtschaft ist. Dann hätten wir nämlich diese permanente Situation nicht mehr, dass die Leute alle ihre Heimat verlassen müssen in fremde Länder, weil da zufällig gerade die Wirtschaft boomt, weil irgendeiner gesagt hat, da investieren wir und alle müssen dorthin gehen. Wir stellen fest, dass hier alles auf dem Kopf steht. Die Menschen sollen dahin gehen, wo die Wirtschaft ist und nicht umgedreht. An diesen Dingen, da fängt es schon an. Und wenn wir das angefangen haben im Plan B, dann entsteht natürlich, zum Beispiel im Plan B, dann entsteht natürlich automatisch auch eine Veränderung der Strukturen, auch des Aggressionspotenzials. Das wird weniger werden. Auszuschließen ist das natürlich nicht. Es wird weiterhin mal Betrug geben und es wird weiterhin mal einen Eifersuchtsmord geben. Das ist nun mal so. Das werden wir nicht ändern können. Genau, und du hast ja auch am Anfang des Jahres mal ein Interview mit Franz Hörmann gemeinsam gehabt. Und der hat ja auch seine Konzepte von, wie man überhaupt mal Gesetze zum Beispiel schreibt und auch Infomoney und so weiter. Ja. Wie siehst du da die Verbindung zum Plan B, ob man da beides machen könnte oder jedes ein eigenes? Oder siehst du da die Synergien? Das System von Franz Hörmann basiert ja auf einem chinesischen Modell, letztendlich, wo mit Schuldbüchern gearbeitet wurde, ein ganz brillantes Modell, wo es tatsächlich um die physische Ökonomie geht, indem man sich gegenseitig quasi, ich sage mal, Pflichten einträgt, wo natürlich auch gewisse Dinge drin sind wie Ehre. Man möchte natürlich auch seine Schulden begleichen, die man hat und so weiter. Halte ich für ein interessantes Modell. Wir stehen da in einem gewissen Wettbewerb. In Anbetracht der Tatsache, dass es momentan noch gar nicht darum geht, was nun gemacht wird, sondern wir darin stehen, dass die Leute erstmal verstehen müssen, dass überhaupt was Neues gemacht werden müssen, ist diese Diskussion wahrscheinlich jetzt noch zu früh. Und insofern schätze ich alle Kollegen, die unterwegs sind in diesen Formen und ich schätze Franz Hörmann natürlich sehr und er mich auch, wie ich weiß. Also insofern, wir kommen ja gut miteinander aus, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind in der Ausrichtung. Weil ich ja nun auch noch einen weiteren Punkt anspreche, das ist nämlich die Eigentumsökonomie. Das heißt, das Eigentum an sich. Und wer Eigentum letztendlich den Begriff tangiert, der wird natürlich schon als äußerst kritisch angesehen. Da haben wir schon ein sozialistisches Modell. Da kommt gleich, oh, jetzt wird's kritisch. Und wir müssen einfach erkennen, bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel gibt es schon. Wir haben zum Beispiel Wasser.
Wasser steht jedem für uns zur Verfügung. Wir brauchen alle Wasser, also muss Wasser ein bedingungsloses Grundeinkommen sein. Wenn jemand beispielsweise mir Leitung in mein Haus legt und mir das Wasser liefert, sobald ich den Knopf drehe und das Wasser rausläuft, dann verstehe ich, dass ich dafür bezahlen muss für den Transportweg. Wenn aber mittlerweile Wasserquellen selbst verkauft werden und mir jemand, der von der Natur zur Verfügung gestellte Dinge, Ressourcen, Wasser, Öl, Gas, all diese Dinge, Gold, Silber, Platin, die uns die Natur oder Land selbst, das stellt uns die Natur zur Verfügung, darauf Eigentumsansprüche zu halten. Ich rede nicht von Besitz, ich rede von Eigentum, das muss unterschieden werden. Das ist eine Diskussion, die geführt werden muss. Mit welcher Begründung kann jemand sagen, ich beherrsche beispielsweise die Nahrungsmittel oder ich beherrsche beispielsweise durch irgendwelche genetischen Veränderungen von Getreide, das an sich ist schon perfide, dass wir die Natur verbessern wollen. Ich meine, das ist eine anthropozentrische Hybris, also die Überheblichkeit des Menschen, sich über allen zu stellen und indem man sagt, die Natur hat da völlig versagt, da machen wir jetzt nochmal ein ordentliches Patent nochmal auf ein genetisches Schwein und ein Monsanto-Mais oder sonst irgend so einen Wahnsinn. Das ist einfach nur Schwachsinn im Sinne von schwacher Sinn und ein Gipfel an Arroganz. Und darauf Eigentumsrechte zu haben und Patente zu haben, ist wirklich zynisch. Und hier muss die Eigentumsökonomie definitiv in die Diskussion kommen. Und gibt es Leute wie Franz Hörmann oder auch andere Menschen, mit denen du in naher Zukunft gemeinsam Projekte machen wirst? Wir sind alle unterwegs und das kann gut sein. Das wird sich immer wieder ergeben, dass sich unsere Wege kreuzen und er macht sein Ding, ich mache mein Ding. Wir sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Dadurch, dass wir in der Zeit der Aufklärung sind, ist es ganz wichtig, dass viele verschiedene Menschen ihre Zielgruppen ansprechen. Je mehr Menschen verstehen, dass die Politikdarsteller nicht unsere Interessen vertreten, sondern vor allem ihre Interessen vertreten und das dadurch, dass sie für Lobbyisten tätig sind in sogenannten Parlamenten wie Brüssel, was gar kein Parlament ist, denn Parlamentarier müssten eigentlich gewählt werden. Die EU-Abgeordneten sind ja nicht wirklich gewählt, sondern die sind mehr oder weniger abkommandiert worden. Und es ist eine Lobbyvereinigung, es ist nichts anderes als ein Schweizer Käse der Lobbykonstruktionen. Und naja, wir wissen ja, wozu das führt. Da müssen wir endlich nur wach werden. Das ist die Hauptaufgabe, wach werden. Durch unser Schulsystem und durch viele andere Dinge sind ja sehr viele Menschen sehr autoritätshörig. Also das, was der Fernseher sagt, ist wahr, oder was die Eltern sagen, oder irgendeine Autorität, oder was der Pop sagt, ist wahr, irgend sowas. Das ist Autoritätshörigkeit, ich nehme nicht mein eigenes Empfinden, sondern das nach außen. Das ist bei vielen stark. Ist es nötig, dass man diese Menschen aufklärt, oder ist es dann, sobald das System kippt, laufen die sowieso mit, oder wie ist es dann? Und wenn es nötig ist, wie schafft man das zu einem Menschen, mit so einem Menschen? Also aufklären kann man nur dann, wenn die Menschen aufgeklärt werden wollen. Alles andere wäre missionieren, wenn es gegen ihren Willen stattfindet. Und das kann nicht funktionieren. Ich halte mich da an den guten alten Laserstrahl, den ich auch immer gerne wieder nenne. Ein Laserstrahl braucht nur 3-7% seiner Strahlen, die tatsächlich gebündelt sind. Und die anderen 93-97% der Lichtstrahlen laufen als Streulicht mit. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur 3%, vielleicht 5%, sagen wir mal im Durchschnitt 5% von, ich sage mal, charakterlichen Führern, nicht mit Verführern verwechselt, die haben wir genug gehabt, von Führern, von Führereigenschaften, die letztendlich dann dazu führen, dass eben halt die Masse dann mitschwimmt. Revolutionen entstehen nicht dadurch, dass es den Menschen schlecht geht, sondern sie müssen motiviert sein und das Gefühl haben, dass sie nur noch einen Schritt davon entfernt sind, dass es ihnen besser geht. Das ist die positive Motivation. Deshalb der Plan B, dass wir nicht alles runterreden, sondern vor allem eben halt eine Alternative bieten, die eben halt in eine bessere Welt führen kann. Okay. Und gibt es eine Frage, die du schon immer gerne mal gestellt bekommen würdest in einem Interview? Nein, ich glaube, ich habe schon so ziemlich alle Fragen gestellt bekommen, vor allem die, die ich nicht hören wollte. Also insofern muss ich sagen, nein, nicht wirklich, nicht wirklich. Also es gibt viele Dinge, die ich gerne mal nennen würde, aber dafür ist die Zeitqualität noch nicht reif. Auch für mich, ich muss auch permanent auf der Bremse stehen, weil ich ja weiß, dass wenn wir den Plan B zum Beispiel darstellen, dann wird der so als Absolutum dargestellt. Und als wäre das eine eierlegende Wollmilchsau, die auch noch fliegen kann. Und das ist nicht der Fall.
sondern das ist eine Struktur und wir gehen natürlich weit, weit tiefer in die Themen und viele Leute sagen, ja, warum könnt ihr nicht tiefer einsteigen in den Plan B, konkreter werden, was ist mit Bildung, was ist mit Gesundheit und so weiter und so fort. Kein Thema, haben wir uns Gedanken drüber gemacht, aber die lassen sich alle aus diesen vier Komponenten ableiten. Und wenn wir jetzt anfangen, irgendein Detail herauszuholen, wie zum Beispiel Bildungssystem, dann verlieren wir uns im Bildungssystem und atomisieren wieder die Probleme. Wir müssen sehen, dass wir erstmal die Grundstrukturen verstanden haben, weil die noch nicht einmal im Ansatz von den meisten Menschen überhaupt erahnt werden, was da auf uns zukommt und was wir zu tun haben. Gut, gibt es noch etwas, was du den Menschen, die hier zusehen, mitgeben möchtest? Nicht mehr als das, was ich gerade sagte. Werdet nicht müde für diejenigen, die bereits erwacht sind. Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Exponentialfunktion. Die Exponentialfunktion hat auch einen Vorteil, dass sie exponentiell verläuft. Und immer mehr Menschen werden wach und wechseln aus dem Schlafzustand in den Wachzustand. Und jeder, der mal die, ich glaube, die blaue Pille war das in der Matrix, glaube ich, die zur Wahrheit führte. Die rote war es? Okay, wer die rote war es? Also jeder, der die rote Pille mal gefuttert hat, die also zur Wahrheit führte, der möchte trotz alledem nicht wieder zurück. Ich habe die Erfahrung gemacht, egal wie grau und wie hässlich die Welt ist, die Leute wollen lieber die Wahrheit wissen, als in irgendeiner Art Trance-Zustand gehalten zu werden. Denn unser System basiert genau auf Trägheit, die Trägheit der Menschen. Und wir müssen lernen, dass wir den Hintern rauswechseln können. Und wir sind noch lange nicht im Widerstand, wenn wir bei der Facebook-Seite die Mag-Ich-Taste drücken. Das reicht nicht. Man sollte seinen Hintern mal rausbewegen und an den Demonstrationen, zum Beispiel bei euch hier in Klagenfurt, teilzunehmen. Das ist wichtig und das ist der wesentliche Schritt. Flagge zeigen. Ja, danke für das Gespräch, Andreas. Sehr gerne. Und ja, wir sehen uns wieder in Klagenfurt bei der Montagsharmonie oder bei irgendeiner anderen Friedensmahnwache in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt. Ist ja mittlerweile eine globale Bewegung. Dankeschön.